So, hallo liebe Journalistinnen und Journalisten, herzlich willkommen hier zu unserem Pressbriefing zur Debatte über Superintelligenz, AGI und Alignment. Mein Name ist Bastian Zimmermann, ich bin Redakteur hier beim Science Media Center und mit mir habe ich heute noch eine Expertin und drei Experten. Herzlich willkommen erstmal an Sie, schön, dass Sie da sind. Ich stelle Sie gleich noch alle im Detail vor. Ja, die letzten Wochen, das Drama um OpenAI, der Rauswurf und die Wiedereinstellung von Sam Altman, Spekulationen um Q-Star, das alles hat ja zuletzt die Debatte um generelle künstliche Intelligenz, deren sinnvolle Gestaltung, aber eben auch Befürchtungen zu Themen wie AGI und Superintelligenz weiter angeregt. Das Thema kam ja Anfang Mitte des Jahres schon einmal auf, im Kontext der offenen Briefe, die vor den Gefahren von KI gewarnt haben. Damals gab es dann oft das Argument, dass diese Debatte über diffuse Zukunftsthemen, dass die reale aktuelle Probleme und Risiken im Bereich von KI verschleiert, wie zum Beispiel Biases, prekäre Bedingungen bei Personen, die die Daten annotieren und die große Marktmacht weniger Firmen. Entschuldigung. Die Probleme sind ja noch nicht wirklich gelöst. Also die Marktmacht gerade und die kaum vorhandene Rechenschaftspflicht der Unternehmen hat sich ja zum Teil noch verstärkt. Wir haben jetzt gesehen, dass Sam Altman ja offenbar nicht gefeuert werden kann. Trotzdem ist die gesellschaftliche Debatte unserer Meinung nach mittlerweile so weit, dass man über AGI und Superintelligenz reden kann, ohne sich vorwerfen zu müssen, dass man andere wichtige Aspekte der Debatte jetzt verschleiert. Deswegen haben wir eben heute, einen Tag nach dem ersten Geburtstag von ChatGPT, hier unser Briefing, in dem wir über AGI, Superintelligenz und Alignment reden wollen. Bevor ich gleich zum Vorstellen komme, noch der Hinweis an die Journalistinnen und Journalisten. Die Fragen stellen Sie bitte einfach über die Fragefunktion von Zoom. Das ist dann einfacher. Dann können Ihre Kolleginnen und Kollegen die Fragen auch immer sehen. Dann gibt es eben weniger Doppelungen. Also da bitte das F&A-Modul benutzen und nicht den Chat. Ja, dann zu unserer Expertin und den Experten. Danke nochmal, dass Sie alle hier sind und ich stelle Sie jetzt alle eben kurz vor. Wir haben einmal Jessica Heesen, die Leiterin des Forschungsschwerpunkts Medienethik, Technik, Philosophie und KI an der Universität Tübingen, die heute hier aus ethischer Perspektive bei uns die Einschätzungen liefert. Und drei Experten aus der KI-Forschung direkt. Einmal Holger Hoest, ein Alexander von Humboldt-Professor für Methodik der künstlichen Intelligenz an der RWTH Aachen. Christian Kersting, den Leiter des Fachgebiets maschinelles Lernen an der TU Darmstadt. Und Markus Lewicki, den Vizerektor für künstliche Intelligenz und Leiter der Forschungsgruppe maschinelles Lernen an der Luleå University of Technology in Schweden. Genau, damit wir so ein bisschen eine Basis für das Thema haben, über die gleichen Sachen legen und die, ja, sage ich mal, den Grundpfeiler der Debatte schon mal legen, haben wir ein paar kurze Eingangsfragen pro Person, wo wir schon mal die wichtigen Sachen in der aktuellen Debatte klären wollen. Wir fangen da an mit Herrn Kersting und der Frage, was ist denn eigentlich aktuell der Stand der Forschung zu AGI und Superintelligenz? Wie weit ist man da eigentlich gerade aus deiner Sicht? Ja, also ich glaube, es wurde ja gerade gesagt, dass ChatGPT gestern sein Einjähriges hatte. Ich glaube, es kann immer noch nicht eine Geburtstagskerze auspusten. Und ich glaube einfach, dass viele, viele menschliche Fähigkeiten in dem System noch nicht abgedeckt sind. Vielleicht geht es aber manchmal auch gar nicht so sehr um die Frage. Also oft wird AGI als wir sind besser in jedem menschlichen. Ich weiß gar nicht, ob es immer darum geht, sondern es geht, glaube ich, darum, dass die Systeme Sprünge in ihren Fähigkeiten hinbekommen haben, die wir alle vielleicht vorher gar nicht so direkt gesehen haben. Oder vielleicht war es eine Utopie für uns oft. Vielleicht sind wir da so sehr viel weitergekommen. AGI haben wir sicherlich nicht. Ich glaube auch nicht, dass Q-Star ist für mich einfach der nächste schöne Verkaufsschlager. Ich glaube nicht, dass wir da sind. Ich glaube, das wird noch ziemlich lange brauchen. Das muss dann aber nicht heißen, dass wir nicht jetzt schon auch daran arbeiten, was wäre, wenn, und uns auch darüber ein bisschen Gedanken machen. Also ich finde es sehr vernünftig, ganz normal wie in jedem Disziplin Regulierung zum Beispiel zu diskutieren und auch durchzuführen. Das finde ich völlig normal. Aber also wir haben noch keine AGI und ich persönlich glaube auch nicht daran, dass wir in absehbarer Zeit AGI in dem Sinne, wie es normalerweise diskutiert wird, erreichen werden, weil die Aufgaben viel zu schwierig sind. Wir werden aber viele, viele Fortschritte sehen. Gut, da belassen wir es erstmal kurz bei. Vielen Dank erstmal. An Herrn Lewicki die Frage: Was ist denn eigentlich dieses Alignment, von dem immer geredet wird und das OpenAI offenbar für eine wichtige Methode hält, um KI ethisch zu gestalten? Also OpenAI entwickelt ja immer weiter an neuen Technologien, um bessere KI, bessere Chatbots derzeit herzustellen. Und man muss dann immer überlegen, was ist eigentlich mit dem menschlichen Faktor? Also
wie können wir die KI, man spricht manchmal wie von diesem KI-Monster, wie kann man das bändigen, dass es wie menschliche Werte widerspiegelt? Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Und das eine, was derzeit fast überall angewendet wird, auch in ChatGPT, ist, man trainiert die KI mit menschlichem Feedback. Also wir trainieren ein Sprachmodell und normalerweise, wenn wir irgendein Sprachmodell, das werden wir nachher auch noch hören von unserer Kollegin Jessica, wenn man irgendein Sprachmodell trainiert, dann wird das wahrscheinlich Sachen sagen, die ethisch nicht ganz korrekt sind. Und dann sozusagen, ja, hier solltest du nicht antworten oder da mal lieber ein bisschen vorsichtig sein oder Bias zu entfernen. Das nennt man menschliches Feedback. Da sind also ein paar Leute bei OpenAI, die schauen sich an, wie ChatGPT funktioniert und was es für Antworten gibt und sagt dann, hier lieber das oder hier lieber so antworten. Oder generell versuchen, nicht diesen Bias Mann, Frau oder irgendwelche Kulturen hervorzuheben. Frühere Versionen von ChatGPT haben zum Beispiel Amerikaner gegenüber einigen Afrikanern bevorzugt und da gab es ganz viele Probleme. Also dieses menschliche Feedback reinzubringen, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann eben, dass man die KI trainiert, um menschliche Entscheidungen zu verbessern, dass man also die Entscheidungen, die Menschen machen, die eventuell einen Bias haben könnten, dass man da eben den Menschen hilft, bessere unbiased Entscheidungen zu machen. Und der dritte Schritt, was OpenAI auch als Ziel setzt, ist selbst forschen, um besser in den ersten beiden Schritten zu werden. Also, dass man das gesamte Ding automatisiert. Und ich denke, die ersten beiden Schritte, die werden in sehr, sehr vielen Anwendungen geforscht und praktisch auch gelebt. Mit der dritten ist es relativ schwierig, weil wenn man dann irgendwann den Menschen rausnimmt aus der Feedback-Loop, kann es sein, dass die KI sich in eine Richtung entwickelt, die dann nicht mehr diese menschlichen Werte hat. Also das ist eher noch ein bisschen Utopie als tatsächlich realisierbar. Ja, vielen Dank erstmal. Ja, Frau Hirsten, an Sie die Frage dann, wie sieht es dann mit dem Alignment-Ansatz aus? Wie würden Sie das aus ethischer Perspektive beurteilen? Ich kann vielleicht auch erstmal mal kurz reagieren auf das, was Markus gerade gemeint hat, weil da wieder die menschlichen Werte genannt wurden. Ich muss sagen, dass ich als Ethikerin habe so ganz große Probleme mit den menschlichen Werten, weil die müssen erst ausgehandelt werden, die sind kulturell unterschiedlich und nicht alles, was Menschen tun, hat was mit allgemeinen Werten zu tun. Es ist zum Beispiel auch ein Wert, viel Geld zu verdienen. Es gibt ganz unterschiedliche Motivlagen und auch Rechtspopulisten haben auch menschliche Werte. Das heißt also, ich finde es immer schon mit Vorsicht zu genießen, wenn man so viel mit solchen Begriffen wie menschliche KI um sich wirft oder humanzentrierte KI oder eben Alignment. Und dann denkt man, wenn man irgendwie was ausrichtet nach Menschen, dann ist es schon an sich gut. Und es ist eben einfach überhaupt nicht der Fall. Also gut, aber trotzdem, was ich nochmal beobachte, so bei der Debatte, ist generell so was ganz Interessantes, was fast schon so eine Art Marketingprinzip ist, nämlich, dass dieser Begriff Alignment einfach auch genutzt wird, um die Diskurshoheit zu haben in einem bestimmten Gebiet. Weil was ich beobachte, wenn man sich auch genauer anschaut, was OpenAI meint mit Alignment und auch generell, wie die so die ganze Diskussion verläuft, dann sieht man, das sind Diskussionen, die gibt es schon lange. Die gibt es schon lange, also die Prinzipien der AI-Ethik, der KI-Ethik sind schon sehr lange bekannt, wird eben einfach nicht besonders stark rezipiert, sagen wir mal, im Silicon Valley. Dann ist natürlich auch solche Sachen wie Ethik durch Design, ist eine ganz anerkannte Regel, sagen wir mal, die zieht sich überall auch in der Regulierung durch, auch bei uns in Deutschland und in der EU. Also dass man sagt, man muss von Anfang an schauen in den Entwicklungen, dass es eben nicht zu unerwarteten Nebeneffekten kommt, denn darum geht es ja vor allen Dingen auch. Und was mich am meisten wundert ist, es gibt ja auch in der Informatik selber schon einen etablierten Forschungszweig, den nennt man FACT. Das steht dann für Fairness, Accountability and Transparency. Und ich habe nicht den Eindruck, dass es irgendwie eine Verbindung gibt zwischen diesen unterschiedlichen Forschungslinien, sondern OpenAI sagt einfach, wir machen jetzt unser Alignment-Projekt und definiert ganz spezifisch für sich, was die Problemlagen sind und versteht das Ganze dann eben auch ganz stark aus dem maschinellen Lernen heraus. Und dazu gehört dann eben auch, das beobachtet man ja, dass OpenAI und aber auch viele andere, die in der KI-Forschung stark sind, die imaginieren dann, ja, was hier gerade schon gesagt wurde, so eine Art Monster oder so eine bösartige Superintelligenz, wo ich mich immer frage, warum soll die eigentlich bösartig sein? Aber gut, die wird eben imaginiert
Und praktischerweise liefert dann OpenAI auch gleich die Instrumente mit, um dem zu begegnen. Also das ist eigentlich ein super Marketing-Gag, könnte man so sagen. Ne? Also das ist der eine Punkt. Und vielleicht auch noch mal, du hattest es ja gerade schon gesagt, Bastian, also mit dem die Frage, was wird alles vergessen, wenn man so damit umgeht, wie OpenAI das tut oder wie die Diskussion gerade verläuft, würde ich trotzdem noch mal sagen, dass es sich hierbei um eine sehr technokratische Sichtweise handelt. Also man sagt hier, wir lösen das Problem von KI und Ethik und Alignment, indem wir das maschinelle Lernen verbessern. Das ist natürlich ein anerkennenswertes und wichtiges Vorhaben, aber es gibt eben doch diese vielen anderen Themen in Bezug auf KI und auch gerade jetzt KI-Sprachmodelle oder Foundation Models und so weiter. Also die angewendet werden in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Und da muss man ganz einfach, wie das auch in der Ethik üblich ist, fragen, wem nützen diese Anwendungen eigentlich und wem schaden sie? Und wenn man nur so ganz allgemein da so rumfischt und sagt, es muss so ein Alignment geben, dann werden genau diese politischen Betrachtungsweisen oder diese Betrachtungsweisen, die in die Richtung gehen, dass KI auch immer ein soziotechnisches System ist, die werden einfach vernachlässigt. Und das ist eben auch etwas, was einfach zu dünne ist, sagen wir mal, wenn man aus Perspektive der Ethik darauf schaut. Ja, vielen Dank. Und genau, Holger, an dich dann noch die Frage, inwiefern hältst du die Forschung zu AGI und Superintelligenz eigentlich für potenziell gefährlich? Müsste da aus deiner Sicht mehr reguliert werden? Ja, das ist natürlich immer eine schwierige Frage, ne? Aber ich lehne mich jetzt einfach mal ziemlich weit aus dem Fenster und erkläre dann auch ein bisschen, warum ich das tue. Also ich finde, Forschung, die sich zum Ziel setzt, heutzutage AGI zu erzeugen, gehört verboten. Punkt. Und der Grund dafür ist der folgende, dass egal wie nah wir dran sind, wenn wir AGI erreichen, wir als Gesellschaft nicht bereit sind, damit auch nur annäherungsweise verantwortungsvoll umzugehen. Und ich finde, die Debatte in der Öffentlichkeit, aber auch in wissenschaftlichen Kreisen zeigt das sehr, sehr deutlich. Deswegen kann man sich eigentlich nur wünschen, dass entweder Christian recht hat und ich stimme ihm dazu, dass wir noch lange nicht da sind. Ja? Und ich sage jetzt nicht, dass wir nicht da sind, das ist ganz offensichtlich, aber dass wir noch lange nicht da sind. Ja? Oder dass, wenn irgendwann wirklich eine sprunghafte Entwicklung stattfindet, was, glaube ich, nach den Überraschungen im letzten November niemand mehr so ganz wirklich grundsätzlich ausschließen möchte, ja, oder nur sehr wenige Leute, dass dann wir vorher zu Sinnen kommen und sagen, es gibt Grenzen, über die sollte man derzeit einfach nicht hinausgehen, weil die gesellschaftlichen Risiken zu groß sind gegenüber den Vorteilen, die man möglicherweise daraus ziehen könnte. Das ist sicherlich was, das kann Jessica professioneller beurteilen, aber alles, was sie gerade zu dem Thema gesagt hat, ne, zum Beispiel Value Alignment, also Alignment mit Werten, die richtige Frage, wie Jessica genau gesagt hat, ist, wessen Werte? Ja? Um wessen Werte geht es ja eigentlich? Und ich persönlich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass man sich bei OpenAI zum Beispiel Mühe gibt, eine breite und diverse Palette von Werten zugrunde zu legen. Ich glaube auch, das kann man von einer Technologiefirma wie OpenAI jetzt nicht wirklich verlangen. Ja, ich glaube, das braucht eine breitere gesellschaftliche Debatte. Ich glaube weiterhin, dass die Gefahr durch AGI nicht erst dann entsteht, wenn man wirklich sozusagen die Schwelle erreicht oder überschritten hat. Ich glaube, die Gefahr besteht schon sehr viel vorher. Ein Teil der Gefahr besteht schon jetzt. Das kommt dann, wenn Leute glauben, dass man schon Fähigkeiten realisiert hat in diesem System, die sie noch gar nicht haben. Und diese Irrmeinung wird ganz stark dadurch befördert, schon dadurch, wie wir Sprache verwenden. Ja? Wir reden, selbst technisch versierte Menschen reden häufig von der KI. Ja? Wenn wir von einem KI-System oder einem KI-Tool reden, das vermenschlicht. Das lädt uns dazu ein und verführt uns dazu, diesen Systemen Fähigkeiten zuzusprechen und zuzuschreiben und uns dann auch entsprechend zu verhalten im Umgang mit den Systemen, aber auch in der Anwendung der Systeme. Fähigkeiten, die diese Systeme objektiv noch gar nicht haben. Das letzte Problem, was ich ansprechen möchte, ist, warum ist das so, dass wir jetzt von ChatGPT zum Beispiel so beeindruckt sind, wenn es jede Menge Anzeichen gibt, dass in Wirklichkeit da sehr große Schwächen vorhanden sind. Christian hat schon auf einige hingewiesen. ChatGPT kann im Wesentlichen nur sehr, sehr eingeschränkt logisch denken oder Schlüsse ziehen. Dass die ganze Kahneman-System-2-Problematik ist von ChatGPT nur extrem schwach vertreten, ja, und das System 2 sind ja genau die Sachen, die menschliche Intelligenz von anderen Formen der Intelligenz im Tierreich zum Beispiel unterscheidet, ne? Also mal ganz, ganz grob gesagt, lernen kann schon jede Ameise im Wesentlichen, ne?
Aber bis diese ganze KI-Debatte so richtig losging vor 20 Jahren, sagen wir mal, als das maschinelle Lernen ganz starke Fortschritte und auch sehr beeindruckende Fortschritte gemacht hat, die auch sehr, sehr nützlich sind, ja, da möchte ich nicht falsch verstanden werden. Aber bis zu dem Zeitpunkt war es ja so, dass man menschliche Intelligenz nicht in erster Linie durch Lernfähigkeit definiert hat, sondern durch logische und sprachliche Fähigkeiten. Und meine sprachlichen Fähigkeiten sind wir genau bei ChatGPT, weil ich glaube, wir sind alle darauf angelegt als Menschen, die Leistungsfähigkeit und den Bildungsstand und auch auf eine gewisse Art und Weise, wie ernst man jemanden nehmen muss, aufgrund der sprachlichen Ebene, auf der man kommuniziert, irgendwie heuristisch abzuschätzen. Und da punktet ChatGPT natürlich ganz enorm, weil ChatGPT kann sich schon in allen möglichen Sprachen sehr gewandt ausdrücken. Und ich denke, dadurch schreiben wir ChatGPT dann auch intellektuelle Eigenschaften und Fähigkeiten zu, die bei Menschen von so einem sprachlichen Ausdrucksniveau in der Regel da wären, aber bei ChatGPT und ähnlichen Systemen eben nicht. Wir haben ja auch schon einige konkrete Nachfragen. Vielleicht an dich die erste, Christian, zur Frage, wie kommt man denn jetzt zur AGI? Also welche Schritte müssten auf dem Weg dahin zurückgelegt werden? Welche Probleme müssten gelöst werden? Und zum Beispiel jetzt in der Debatte um Q-Star ging es ja auch darum, dass das wohl angeblich besser darin sein soll, gewisse mathematische Gleichungen zu lösen. Welchen Stellenwert hat denn sowas für die Fähigkeit zu generalisieren? Naja, ich glaube, es geht darum, genauso wie beim Schachspielen, solange wir Schachspielen nicht gelöst hatten mit der Maschine, war das eine große Frage, ob dann damit zeigen wir dann, dass es intelligent ist. Jetzt ist halt die Mathematik sich oder Lösen von gewissen Gleichungen. Und natürlich wäre es eine starke Unterstützung in der Forschung beispielsweise oder auch im Ingenieursbereich, wenn man da Unterstützung bekäme. Die Frage ist, und ich glaube, da wäre ich mit Jessica sehr d'accord, ob wir das überhaupt wollen. Und ich glaube, wir brauchen eben auch diesen Diskurs darüber, was wir wollen. Ich würde aber, auch, bevor ich gleich nochmal sage, was ich glaube, was fehlt für AGI, darauf hinweisen, meiner Meinung nach, und da würde mich das auch interessieren, wie es vielleicht Juristen sehen, dürfen wir gar nicht an AGI als Ziel arbeiten, zumindest erreichen, weil das Klonen ist in Deutschland verboten. Und ich glaube, es macht für mich keinen Unterschied, ob ich biologisch klone oder mit irgendwelchen Silicon-based Schaltkreisen. Also das ist meine Prämisse. Also ich finde es als utopisches Ziel spannend, es motiviert zu fragen, was macht Intelligenz aus? Weil daran möchte ich nochmal erinnern, wir müssen verstehen, dass die Frage AGI für mich nicht das Spannende ist, sondern für mich das Spannende, was ist Intelligenz? Weil das kann mir auch in der Psychiatrie helfen, in der Psychologie, in den Kognitionswissenschaften, es kann mich in der Ökonomie helfen. Und was gerade passiert, weil wir über Regulierung gesprochen haben, wir reden ganz viel darüber, dass uns US-amerikanische Kollegen Vorschläge geben, die aber aus einem anderen Kulturkreis kommen oder die dann plötzlich ähnlich arbeiten, aber wieder ganz spannend finden, nur weil ich sie Verhaltensökonomie nenne. Also da müssen wir einfach aufpassen, dass wir nicht einfach sagen, das eine wollen wir nicht, aber wir nennen es anders und dann machen wir es, sondern generell finde ich sehe keinen Sinn darin, ein AGI-System zu bauen, ich selber. Und ich glaube, wir dürfen es nicht, aber als Zielsetzung, was ist Intelligenz? Da gibt es viele spannende Fragen, die uns alle helfen. Was fehlt? Ganz viele Dinge. Also ich glaube, es fehlt das Gefühl, es fehlt auch das Fingerspitzengefühl. Und damit meine ich, dass wir auch greifen können, auch viel einfacher interagieren können. Und das darf man nicht unterschätzen. Also wenn Sie mit Leuten aus der Robotik reden, die haben da sehr viel Respekt davor, wie man wirklich greift und wie man damit dann auch noch Dinge modelliert. Oder denken Sie ans Cello spielen, Violine spielen. Und sie wollen das ja alles mit einem System, was dann vielleicht jeweils noch mal was trainieren muss. Aber es soll ein System sein, weil das alles kann. Also ich glaube, da fehlt Mathe. Ja, also ich glaube, Mathe ist toll, ist spannend, aber ist für mich nicht das Wesentliche. Ich finde es viel spannender, soziale Normen. Also wir haben eben viel so über Alignment gesprochen. Genauso die sozialen Normen. Und da finde ich das eigentlich schwieriger, weil wir eben entscheiden müssen, ne, wer entscheidet, was die perfekte Welt ist. Da wollte ich aber nur noch darauf hinweisen, ich glaube nicht, dass alles nur Lernen ist. Ich glaube, wir können ähnlich wie beim Menschen unterschiedliche Zentren haben und ein System kann das andere regulieren. Und dann muss es vielleicht nicht abdriften, aber da sind ganz große Fragestellungen drin. Aber ich glaube, es fehlt mehr als das, was wir haben. Und wir dürfen nicht so sehr uns auf diesen Verkaufshit einlassen um Q-Star. Also ganz ehrlich, das mache ich auch nicht böse. Ich möchte mich nicht über Algorithmen unterhalten, wo gar keiner weiß, welcher Algorithmus das überhaupt ist, weil dann möchte ich gerne über Z-Star reden. Mal gucken, was der ist. Und na, also wir sollten mal anfangen, über uns
um was wir hier machen, an sich zu reden und was wir in Europa haben wollen, dann gerne auch mit den Amerikanern natürlich immer zusammen. Da sind so viele tolle Forschungskooperationen. Aber ich rede nicht über Algorithmen, wo keiner weiß, was der überhaupt ist. Das sind zwei Symbole. Das ist natürlich ein Konflikt, weil es ist natürlich sehr interessant, was das jetzt ist. Das ist gerade für den Journalismus jetzt auch relevant. Und ja, aber wie soll ich Ihnen denn sagen, was das ist, wenn das Einzige, was verlautet wurde, Q-Star ist und alle anfangen, wahrscheinlich das Q-Learning mit ein bisschen Suche. Ja, das haben wir auch schon. Das nannte man Alpha Zero. Naja, nee, das stimmt, aber dann ist ja quasi der Versuch, den wir hier haben, ist ja runterzubrechen, was kann man sagen, was kann man noch nicht sagen. Ja, deswegen sage ich ja, ich rede gerne über, was ist AGI, was ist nicht AGI, aber ich finde, über Q-Star können wir nicht viel reden, weil es sind nicht mehr als die beiden Symbole. Mehr kann ich da einfach nicht sagen. Und was ich eben nur meine ist, wir können regulieren, wir sollen regulieren, wir müssen nur aufpassen. Also es war für mich verwunderlich, dass Elon Musk 6 Monate pausieren wollte und nach 6 Monaten hat er plötzlich sein eigenes System. Also das muss man auch zur Kenntnis nehmen, neben der Frage, dass wir vielleicht sehr viel stärker regulieren sollten. Holger, du hattest noch eine Anmerkung und vielleicht an dich auch nochmal die Frage nachgeschossen nach dem Stellenwert von dem mathematischen Können. Also das ist ja schon nicht irrelevant. Genau, da wollte ich nämlich auch drauf eingehen. Also es ist ja nicht so, dass wir keine KI-Systeme hätten, die mathematische Gleichungen sehr gut lösen könnten oder sehr gut in der Logik sind. Ich meine, wir dürfen nie vergessen, alles, was wir zurzeit an Informatik-Hardware haben, ja, diese ganzen Chips, auf denen jetzt zurzeit gerade Zoom läuft und so, die würden gar nicht existieren, wenn es nicht KI-Methoden gäbe, die im Logischen schließen, in dem Fall, was für die Korrektheit dieser Hardware verantwortlich ist, ja, die eben so stark sind, wie sie nun mal sind. Ja. Also es gibt KI-Systeme, die in diesem Bereich extrem stark sind und diese KI-Systeme sind auch in den letzten 20 Jahren gewaltig viel besser geworden. Das ist halt nur eine Technologie, die bislang keiner irgendwie vernünftig mit großen Sprachmodellen zusammengebracht hat. Das ist halt einfach andere Systeme. Und Christian hat das ganz genau richtig gesagt. Es ist völlig unklar, warum es ein großer Vorteil sein sollte, diese ganze Fähigkeiten in ein System zusammenzupacken. Es kann manchmal viel besser sein, wenn man spezialisiertere Werkzeuge für bestimmte Zwecke hat. Und es gibt sehr gute Mathe- und Logikwerkzeuge, die für die Gesellschaft auch schon wahnsinnig wertvoll sind. Über die wird nur aus irgendwelchen Gründen nicht so viel geredet. Und manchmal frage ich mich, ob die Gründe nicht was damit zu tun haben, wer diese Forschung macht. Denn in dieser Art von Forschung sind die großen Unternehmen, die ja auch Dinge verkaufen möchten, eben nicht an der Führung, sondern da sind eher akademische Forschungsgruppen in der Führung nach wie vor. Das als eine Anmerkung. Die zweite Anmerkung zu Thema Q-Star. Ich möchte mich nur da ganz stark Christian anschließen. Also ich sehe ja auch im Q&A die Frage danach. Ne? Ich würde jetzt mal einfach sagen, also außer Markus oder Jessica überraschen uns hier ganz doll. Niemand, den ich kenne, und ich würde sogar noch weitergehen, niemand, der nicht in OpenAI genau an diesen Sachen arbeitet, weiß, was dahinter steckt. Und nach allem, was ich sehe, würde ich sagen, ist es erstmal nur Marketing-Hot-Air und nicht mehr. Und um mich davon zu überzeugen, dass da auch nur ein bisschen mehr dahinter steckt, würde ich gerne sehen, was dieser Algorithmus kann und auch wie er funktionieren sollte. Und da haben wir natürlich ein großes Problem damit, dass diese Art von Spitzenforschung verstärkt nur noch hinter verschlossenen Türen von ein paar großen globalen Firmen stattfindet, weil nämlich genau dann diese legitimen Fragen, ja auch für die Gesellschaft legitimen Fragen, nicht mehr beantwortet werden können. Und zwar vielleicht auch langfristig nicht mehr beantwortet werden können. Und das ist einer der Gründe, weshalb die derzeitige Entwicklung gar nicht nur in Bezug auf AGI extrem gefährlich ist, weil nämlich immer mehr von der Technologie, die auf die Gesellschaft so oder so einen großen Einfluss hat, hinter verschlossenen, und zwar hermetisch verschlossenen Labortüren entwickelt wird. Und da hilft es auch nichts, wenn die LLMs jetzt plötzlich Open Source sind, denn damit weiß man immer noch nicht genau, wie sie funktionieren, auf welchen Daten sie trainiert wurden und wie sie sich im Ernstfall verhalten. Und genau deswegen brauchen wir nicht nur Open Source LLMs und generative KI-Modelle, sondern wir brauchen einen komplett transparenten Prozess, der zu diesen Modellen führt. Das führt schon fast zur nächsten Frage, aber noch kurz eine Anmerkung von Markus und dann zur nächsten Frage kommen, ein bisschen weiterkommen. Den Bogen ein bisschen schließen. Also erstmal, Q-Star ist wirklich mehr so ein Marketing-Gag, weil Alpha-Star kam ja schon 2019 von Google DeepMind raus. Wird noch ein bisschen mehr Fundament geben. Holger hat es schon angemerkt. Auch ich kenne einige Leute, die in DeepMind und auch in OpenAI arbeiten. Und selbst die wissen nichts von, wie dieser Algorithmus funktioniert. Ich war ja selbst Co-Autor damals von DeepMind-Gründern. Also wir sind da so ein bisschen drin in dieser Community und da wird nicht viel. Und dieses mit der Mathematik und Logik,
die Sprachmodelle haben schon Entry-Level-Exams in Universitäten bestanden und so. Da ist man jetzt auch nicht, das ist nichts grundsätzlich Neues, ne? Wie Holger schon gesagt hat, man kann mathematische Probleme lösen. Wenn es jetzt wirklich kryptografische Probleme sind, dann wäre das wirklich noch was anderes. Aber wir wollen mal nicht vermuten, was da passiert. Das ist wirklich eine Richtung, wo wir nicht gehen sollten. Nur noch back zu der, was du gesagt hast, Spitzenforschung oder so. Also ich denke, was da passiert, ist keine Spitzenforschung, sondern vor allen Dingen Spitzenengineering. Denn die Forschung, die Modelle, mit denen sie arbeiten, die werden ja nicht dort neu entwickelt. Das ist mehr ein Puzzeln von existierenden Technologien, aber dann wahnsinnig viele Datenmengen. Und dadurch werden die Algorithmen erst richtig stark. Wenn man es vereinfachen will, was da passiert, sind statistische Modelle, die einfach nur reproduzieren, was sie schon gelesen haben, was sie schon gesehen haben in den Eingangsdaten. Das ist also nichts Neues. Wenn viele Leute auf den Eingangsdaten, wenn da viele Examen von Mathematik drin waren, dann kann das Modell irgendwann auch Mathematik. Aber das ist nicht, noch nicht richtig Intelligenz. Ja. Wir haben jetzt hier noch die generelle Frage. Also, wenn man, gerade wenn OpenAI jetzt zum Beispiel so eine Blackbox ist, wie oder woran würde man eigentlich erkennen, dass AGI erreicht ist? Vielleicht auch jetzt an dich, Jessica, die Frage: Gibt es da, also es ist ja immer der Versuch, die Unternehmen transparenter zu machen, die Ethik da reinzukriegen, das irgendwie nachzuvollziehen, was sie machen. Siehst du da eine Chance oder kriegen wir erst mit, dass es, wenn es irgendwann AGI gibt, jetzt einfach mal gesetzt den Fall, taucht dann einfach irgendwann Sam Altman in der New York Times auf und erzählt das. Naja, machen. Er kann das einfach erzählen, weil es überhaupt nicht definiert ist, was überhaupt AGI ist. Ne? Deswegen kommt es ja auch immer wieder zu diesem großen Fall. Also er hat es ja selber auch gesagt. Er wüsste nicht genau, was es ist und er hat seinen eigenen Begriff davon. Aber ich möchte gerne das mal ein bisschen runterbrechen, auch aus meiner Perspektive, sagen wir mal, philosophisch-ethischen Perspektive. Ich stecke ja nicht so drin in der, sagen wir mal, mathematischen Diskussion dann auch oder was überhaupt da jetzt im Detail drin liegt. Aber was ich sehe und was ja auch immer wieder von OpenAI und anderen ja, Firmen und so weiter und Entwicklern und Entwicklerinnen eben auch gesagt wird, ist, dass es die Befürchtung gibt, dass künstliche Intelligenz eben diesen Sprung macht hin in alle möglichen Anwendungsbereiche. Das ist ja der Sinn der Sache. Also es geht ja nicht nur um eine generelle Intelligenz, sondern auch um ein Tool, um ein Instrument, das für alle möglichen Bereiche anwendbar ist. Und sagen wir mal, das Negativszenario, mit dem ja dann viele leben, ist ja das, dass KI uns sozusagen missversteht, ja. Wir müssen leider immer diese menschlichen Begriffe benutzen. Also es sozusagen unbeabsichtigte Nebenfolgen gibt der Programmierung, der KI, dass sie sich eben verselbstständigt. Und ein Beispiel in dem Zusammenhang ist ja, man sagt in der KI, sie soll bitte ein Mittel erfinden gegen Lungenkrebs. Und dann ist die Konsequenz, die KI fängt an, alle Menschen zu töten, weil wenn es keine Menschen mehr gibt, gibt es auch keinen Lungenkrebs. Ja, solche Szenarien schweben dann ja herum. Und da ist es mir absolut schleierhaft, wie das funktionieren soll. Also das ist einfach vollkommen unrealistisch und das hat einfach nur was mit Science Fiction zu tun. Das möchte ich gerne an der Stelle nochmal sagen. Und das muss man sich bewusst machen. Und die eigentliche Gefahr liegt genau drin in dieser Anthropomorphisierung, dieser Vermenschlichung von KI und das Ganze eben auch in dieser monsterartigen Weise darzustellen. Und das hat dann auch gar nicht mehr viel mit Transparenz zu tun. Ich bin sowieso ein bisschen kritisch, was diese ganzen Transparenzwünsche betreffen. Wir verstehen und die ganze Technologie um uns herum eigentlich überhaupt nicht. Ich kann Ihnen noch nicht mal so genau erklären, wie die Schreibtischlampe jetzt hier auf meinem Tisch funktioniert, ja? Und trotzdem funktioniert die und ich kriege keinen elektrischen Schlag und so weiter. Was wir brauchen, sind sichere Technologien, die generell nachprüfbar sind durch Expertinnen und Experten. Wir brauchen standardisierte Verfahren, bevor die auf den Markt kommen. Aber es muss nicht immer alles für alle transparent sein, sondern es ist ein ganz genau abgestuftes Verfahren von Transparenz. Und das ist natürlich dann schon wichtig. Und nochmal in den Raum an die anderen, seht ihr da noch irgendwelche Möglichkeiten, das früher mitzukriegen? Wie macht ihr das eigentlich, um da jetzt neue Sachen mitzukriegen? Also müsst oder was könnt ihr den Journalistinnen und Journalisten empfehlen? Also müssen jetzt den ganzen Tag auf Archive rumsitzen und gucken, was für neue Studien erscheinen oder auf Twitter oder gibt es da irgendwelche Tipps, die man geben kann, um sowas dann früh mitzukriegen? Vielleicht kurz Holger und dann Christian, ansonsten haben wir auch schon einige weitere Fragen, wie ich sehe. Also auf gar keinen Fall auf Archive, weil da kann ja jeder alles hinstellen und da wird auch eine ganze Menge Unsinn hochgeladen. Über X und Twitter möchte ich mich jetzt überhaupt gar nicht äußern, aber ich denke, wir wissen alle, was man davon zu halten hat. Ne? Nee, ganz im Ernst, also ich bin da ein bisschen old school. Ich glaube, es gibt im Wesentlichen nur eine Methode, das zu erkennen, weil es eigentlich nach wie vor
nur eine wirklich operationalisierte Definition von Intelligenz gibt, die aber auch viele, viele Probleme hat und wo man sich auch lange drüber streiten kann. Das ist der Turing-Test. Da gibt es eine lange Literatur zu, die auch sagt, warum das gut wäre oder nicht gut. Aber es ist relativ klar, dass man in dem Augenblick was hat, was den überzeugend, ja, also überzeugend, nicht nur nach irgendwelchen Oberflächendefinitionen bestehen kann. Dann hat man was, was zumindest auf eine gewisse Art und Weise, worüber man sich diese Arten von Gedanken machen sollte, ja. Und nun gibt es ja Leute, die sagen, Turing-Tests bestehen Chatbots schon lange. Da gibt es ausnahmsweise mal gerade ein Papier auf Archive, was vor, glaube ich, einer Woche ungefähr rausgekommen ist, wo Leute sich das mal ernsthaft angeguckt haben. Also Leute, die auch wirklich jetzt nicht ein Interesse dran haben, die Technologie zu verkaufen, sondern ganz im Gegenteil, mit KI-Wissen da dran gehen, aber das kritisch hinterleuchten. Und die kommen zu dem Schluss, dass man nicht nah dran ist, den Turing-Test zu bestehen, ne? Also was immer man davon hält, das ist zumindest mal ein Indiz. Das Zweite ist für mich immer die Sache mit dem autonomen Fahren, ne? Christian hat das vorhin schon gesagt, also was AGI nach jeder vernünftigen Definition leisten könnte, müsste in der Lage sein, mit der Welt zu interagieren, wie intelligente oder normal intelligente Menschen. Das heißt, insbesondere müsste sowas in der Lage sein, autonom zu fahren, logischerweise. Das kann ja jeder 17-Jährige im Prinzip, ne? Und beim autonomen Fahren, glaube ich, mittlerweile selbst alle wirklichen Experten auf dem Gebiet sagen, wir sind nicht nah dran, ne? Also in dem Augenblick, wo man voll autonom fahren kann, wo diese ganzen Elon Musk-Versprechungen wirklich mal erfüllt sind, ich denke, da wäre man ein ganzes Stückchen näher dran, weil nämlich im Grunde genommen autonomes Fahren und die Interaktion, die man dort mit der Welt hat, eine sehr, sehr hohe Latte ist. Das sieht man normalerweise gar nicht. Aber es gibt einen guten Grund, weshalb wir nicht 6-Jährigen erlauben, Auto zu fahren, sondern erst 17-Jährigen oder 16-Jährigen, nicht wahr? Ja. Und warum auch verstärkt gesagt wird, ne, Leute in den hohen 80, die vielleicht nicht nur perzeptuell ein bisschen gefordert sind, sondern wo es auch intellektuell manchmal dann nicht mehr so ganz ist, die sollten vielleicht auch nicht mehr fahren, ne? Also da gibt es, das ist in der Tat gar keine so schlechte Latte. Und wie gesagt, da würde ich sagen, sind wir ganz weit von weg, tatsächlich autonom auf irgendeine befriedigende Art und Weise zu fahren. Sieht man ja auch daran, dass diese Experimente in San Francisco, die schon eine ganze Weile lang laufen, wo Leute immer sagen, wie super, so langsam nicht mehr so gut aussehen und auch schon die ersten Firmen ja dort jetzt gerade pleite gehen, nicht wahr? Mhm. Christian, dazu noch? Ja, also ich glaube, neben dem, was Holger gerade gesagt hat und alle anderen eigentlich auch, glaube ich, wie kriegt man das wirklich hin? Also ich glaube, man muss es wirklich akzeptieren. Informatik, KI mit all den Überschneidungen zu anderen Themengebieten ist eine etablierte Wissenschaft, über die man sich leider auch mit ein bisschen Schweiß informieren muss. In der Physik würden sie diese Frage nicht stellen, sondern würden akzeptieren, dass sie was lesen müssen oder mit vielen Leuten reden müssen. Das müssen wir einfach akzeptieren. Und dann muss man solche Dinge, wie wir heute machen, also Science Media Center und diese Dinge einfach weiter vorantreiben. Deswegen haben wir auch zusammen mit Holger den KI-Club gegründet. Ist sicherlich eine kleine Sache. Es gibt Claire, es gibt Alice. Ich glaube, man muss sich dieses Netzwerk aufbauen, wo man mal anrufen kann und in privater Atmosphäre auch mal fragen darf, sag mal, macht das Sinn oder nicht? Und das kenne ich aus anderen Wissenschaftsbereichen, das müssen wir hier einfach auch aufbauen. Und dann nochmal darauf hingewiesen, weil das auch gerade gesprochen worden ist, ich weiß auch nicht, ob man eine AGI erkennen würde. Ich würde es, glaube ich, glauben, weil irgendjemand würde so bolle stolz sein und das mitteilen müssen wahrscheinlich. Aber ich glaube auch, dass wir aufpassen müssen, auch nicht AGI nur mit dem Menschen zu definieren, sondern es könnte ja auch Systeme geben, die Dinge anders machen als der Mensch. Aber das war, glaube ich, klar. Also mit dem Fingerspitzengefühl, was ich meinte, war, dass man mit der Welt interagieren muss, können muss und sie auch manipulieren kann. Also manipulieren im Sinne von einfach nur verändern. Und das fehlt den meisten Systemen ganz aktuell. Mhm. Und dann eben dieses mit kurz antrainiert Autofahren finde ich auch ein schönes Beispiel. Können wir aber auch mit dem Kochen machen, mit so vielen Dingen, die wir alle können. Und Das können die nicht. Und wenn ich immer sage, das System kann keine Pizza backen, dann lachen immer alle. Aber ruhig mal länger drüber nachdenken. Das ist gar nicht so einfach, eine Pizza zu backen und das einer Maschine beizubringen. Gut, Markus, noch kurz. Ganz kurz. Genau. Ich wollte noch sagen, neben dem Turing-Test, wo ich auch der Meinung bin, der ist noch nicht bestanden, obwohl ich teile jetzt im Chat zwei Links. Der eine ist ein Nature-Paper, was zeigt, dass der Turing-Test bestanden wurde, wobei ein Experte da sogar sagt, also wenn du mich als Experte fragst, würde ich immer erkennen, dass das ein Sprachmodell und keine natürliche Intelligenz ist. Also das Papier ist, wie viele andere Nature-Papiere, am Ende doch rubbish. Und dann gab es das andere Papier von Hutter, was ich eben auch noch erwähnen will,
Das zeigt, da gibt es noch mehr Tests als den Turing-Tests. Also es gibt einige Tests, die man verwenden kann, um festzustellen, wie und in welcher Perspektive da Künstliche Intelligenz ist. Wir hatten das ja im Vorhinein mit ein paar E-Mails auch besprochen. Also es ist relativ schwierig und wir haben jetzt noch keine tolle Einstufung, wie weit wir schon sind bei der AGI. Und ich bin auch einer von denen, die lieber Applied AI machen und das in speziellen Anwendungsgebieten erforschen, als generell die AGI zu entwickeln. Das ist ein Ziel, was ich nicht habe. Jessica, vielleicht nochmal an dich die Nachfrage. Also hier gab es die Frage im Chat, wie du die Risiken von AGI für den Medizinbereich einschätzt, ob mögliche Gefahren unterschätzt werden. Und ich würde jetzt nochmal hinzufügen, wenn du jetzt hier siehst, die KI-Leute, die erstmal sagen, erstmal halblang machen, AGI ist jetzt noch nicht um die Ecke, würdest du sagen, das ist vielleicht etwas zu optimistisch oder da müsste man doch etwas vorsichtiger rangehen und da muss man, auch wenn die Gefahr gering ist, noch mehr irgendwie Schranken einbauen und gucken? Oder wie schätzt du generell die Gefahr jetzt ein? Also jetzt gerade für den Medizinbereich glaube ich, dass AGI da überhaupt keine Rolle spielt, weil es gibt schon wirklich fantastische Möglichkeiten für den Medizinbereich und die brauchen auf sowas überhaupt nicht zu setzen. Ich sehe da auch überhaupt keinen Vorteil. Also wir haben natürlich in der Diagnostik sehr gute Sachen in Bezug auf KI oder auch in Bezug für die Erleichterung des ärztlichen Alltags und so weiter. Was man allerdings in der Medizin sieht und in der Therapie, dass man ist im Moment, glaube ich, so eine kleine Modeerscheinung, also dass man versucht, menschenähnliche Avatare zu erstellen, die dann auch wie Ärztinnen und Ärzte aussehen und Auskünfte geben über Therapieformen oder die dann mit Patientinnen und Patienten sprechen und solche Geschichten. Das hat natürlich überhaupt nichts mit AGI zu tun, aber es geht hier um eine andere Form von Menschenähnlichkeit, wo man dann auch nochmal sich drüber unterhalten müsste, also was daran eben ethisch problematisch sein könnte. Und was war die andere Frage zu AGI? Ob du generell jetzt sehen würdest, da müsste man irgendwie vorsichtiger sein, auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist. Also ob man da noch mehr Sicherheitssachen einführen müsste, ist natürlich schwierig, aber... Nee, also man muss natürlich sich vor Augen halten, dass es bei dieser ganzen Alignment-Problematik ja um AI-Safety geht. Das ist ja eigentlich auch eine Unterabteilung, sagen wir mal, von KI-Sicherheitsfragen. Das ist ein altes Thema eben auch der Ingenieurethik und natürlich auch der Verpflichtung, der gesetzlichen und Haftungsverpflichtung, die man hat gegenüber Produkten, die man erschafft. Und da sehe ich durchaus Risiken. Und deswegen haben wir ja auch in Bezug auf die EU-Regulierung jetzt diesen risikobasierten Ansatz, wo man sagt, man muss nochmal ganz genau dahinschauen, also welche möglichen Schäden so ein KI-System eben auch anrichten könnte. Jetzt nicht unbedingt, weil es menschenähnlich ist, sondern weil eben es schon gewisse Autonomie gerade gibt und es auch so ein bisschen außer Kontrolle raten kann, dass es Feedbackschleifen geben kann, die man einfach nicht unter Kontrolle hat, wo man eben dann auch Grenzen einziehen muss und so weiter. Also man muss schon sehr genau hinschauen, wie diese Systeme arbeiten und dann ist es eine Frage der Produktsicherheit und die ist natürlich enorm wichtig, weil KI natürlich auch im Medizinbereich zum Beispiel großen Schaden anrichten kann. Man denke zum Beispiel an Operationsroboter, aber die sind sehr, sehr stark kontrolliert. Also da soll man nicht denken, dass man da jetzt irgendwelche KI-Geschichten wild auf die Menschheit loslässt, sondern im Bereich Mobilität oder eben auch Medizin unterliegen diese Anwendungen auch einer sehr starken Regulierung. Ich sehe ja auch noch einige Fragen im Chat zum AI-Act, also noch nicht ganz ein Spoiler, aber höchstwahrscheinlich werden wir am 7.12. dazu ein anderes Pressbriefing haben. Und da wir jetzt noch einige andere Fragen haben und da dann auch Juristinnen und Juristen dabei haben würden, würde ich jetzt erstmal die Fragen für den AI-Act hinten anstellen. Wenn wir am Ende noch Zeit haben, können wir gerne dazu kommen, aber ich habe die Befürchtung, das wird nicht mehr so sein. Genau. Herr Hoos, bei Ihnen gab es jetzt zweimal, Holger, bei dir gab es jetzt zweimal die Nachfrage zum AGI-Verbot. Wie das funktionieren soll und welche Risiken du da siehst, auch wenn es jetzt unwahrscheinlich ist. Also das so ein bisschen das Zusammenbringen. Es ist einerseits irgendwie sehr unwahrscheinlich und wir sind noch nicht da, aber Forschung daran müsste eigentlich reguliert oder verboten werden. Ja, das ist so ein bisschen wie beim menschlichen Klonen, ne? Christian hat ja vorhin schon darauf hingewiesen, das ist ja auch verboten, geächtet, würde man in Deutschland niemals gefördert bekommen. Ja. Und ich denke auch, wenn man sich damit beschäftigt, würde man in Deutschland an keiner öffentlichen Einrichtung einen Job bekommen mit menschlichen Klonen. Und man würde vermutlich auch in keiner Biotechnologiefirma in Deutschland arbeiten können. Ne? Also zumindest nicht, wenn man dann tatsächlich seine Arbeit darauf konzentriert. Und das könnte man natürlich im Prinzip mit AGI in gerichteter Forschung ganz genauso machen. Es ist natürlich eine drastische Sache, ist mir auch völlig klar, nach sowas zu fragen. Aber wir müssen uns über Folgendes im Klaren sein. Ich finde das übrigens höchst gefährlich, wenn Leute wie Sam Altman sagen, naja,
AGI, wir wissen alle gar nicht so genau, was das wirklich ist. Also ich bin mir sicher, dass es zumindest eine Definition von AGI gibt, früher ja auch gerne als starke künstliche Intelligenz bezeichnet, auf die man sich schon verständigen kann. Und das ist KI, die den Menschen auf der ganzen Bandbreite, der ganzen intellektuellen Bandbreite erreicht oder übertrifft. Ja? Und wenn man sich einfach vorstellt, wie das wäre, wenn man solche Systeme hätte, dann denke ich mit einem sehr klar, was das für gesellschaftliche Auswirkungen hätte. Eine Auswirkung wäre, dass die Ungleichheit in der Gesellschaft, die ja schon in vielen Orten in der Welt ganz extrem ist, noch viel extremer würde. Ne? Was würde denn Elon Musk machen, wenn er den Roboter, von dem er letztes Jahr gesprochen hat, realisieren könnte? Der Roboter, der in seinen Fabriken jede menschliche Tätigkeit ausführen kann. Wie viele Menschen würden dann in diesen Fabriken noch arbeiten? Und natürlich gibt es jetzt Leute, die sagen, wie wunderbar, das löst alle unsere Probleme. Nicht wahr? Weil nicht nur, dass dann, ne, wir keine Arbeit mehr machen müssen und alle nur noch am Strand liegen können, sondern dann wird auch noch die Wissenschaft besser, das Klimaproblem ist gelöst, ne? Neue Materialien lösen alle Probleme in der Welt. Selbst unter so einer utopistischen Vision, von der ich nicht weiß, warum man daran glauben soll und nicht an wesentlich dunklere Versionen der Zukunft, ne? Weil immerhin menschliche Intelligenz hat es ja auch in eine Situation gebracht, die nicht nur und unbeschränkt positiv ist, ne? Also warum sollte Maschinenintelligenz uns automatisch in eine bessere Situation bringen? Aber selbst wenn das nicht der Fall wäre, selbst wenn wir wirklich dann nur den ganzen Tag am Strand liegen könnten, es ist ja mittlerweile sehr gut bekannt, dass Menschen ihre Erfüllung, ihren Zweck zu einem großen Teil daraus beziehen, wie sie sich nützlich machen im Sinne von Arbeit. Und natürlich gibt es Jobs, die man gerne den Maschinen überlässt, überhaupt gar keine Frage. Aber für die meisten von diesen Jobs braucht man keine AGI. Und wenn man plötzlich alle Jobs von Maschinen erledigen lassen kann, dann glaube ich, haben wir ein gewaltiges Problem als Gesellschaft. Das nächste Problem ist, es gibt aus meiner Sicht, und das meine ich jetzt gar nicht spekulativ, sondern rein technologisch gesehen, es gibt überhaupt gar keinen Grund daran zu glauben, dass in dem Augenblick, wo man tatsächlich AGI, also den Menschen gleichwertig erreicht hat, warum es dann nicht sehr schnell auch weitergehen sollte. Und in dem Fall muss ich ehrlich sagen, würde ich mir schon gewaltige Sorgen über Kontrollverlust machen. In dem Augenblick, wo man gegen Kontrollverlust schützt, indem man in die Systeme sozusagen Sicherungen einbaut, muss man sich darüber im Klaren sein. Und ich finde, da gibt es, ne, von Hollywood auch mal ausnahmsweise eine relativ gute Darstellung, wie sowas schiefgehen kann, dass man mit Intelligenz sehr viele Sicherungen aushebeln kann. Ja? Ich will das jetzt nicht weiter vertiefen. Aber nochmal, ich denke nicht, dass das Problem ist, dass wir kurz davor stehen, AGI zu erreichen. Überhaupt gar nicht. Aber genau wie bestimmte existenzielle Risiken, so wie Asteroideneinschlag, man nicht anfangen sollte, dann ernst zu nehmen, wenn man den Asteroiden, der in 3 Jahren einschlägt, entdeckt hat und sich einigermaßen sicher ist. Genau deshalb, denke ich, sollte man auch jetzt hier vorsichtig sein. Und das ist genau der Grund, weshalb wir auch bei menschlichen Klonen vorsichtig sind. Oder zumindest einer der Gründe. Ich muss, glaube ich, wir haben hier noch einige sehr interessante Fragen, deswegen muss ich die Zusatzanmerkungen mal kurz abbinden. Wir haben hier noch zweimal die Nachfrage, Christian, an dich zur generellen Definition von AGI. Also erstmal, wie kann man AGI überhaupt definieren? Meine Hinzufügung wäre jetzt noch, wie wird man die von Superintelligenz unterscheiden? Und hier gibt es jetzt auch die Frage, ob quasi diese alle menschlichen Fähigkeiten wie Fingerspitzengefühl etc., ob die quasi überhaupt dafür in diesem Fall und bei dieser Definition dann wichtig sind oder ob nicht auch eine KI denkbar ist, die ganz andere nichtmenschliche Fähigkeiten hat, eben kein Fingerspitzengefühl, aber uns trotzdem in vielen, sage ich mal, geistigen Bereichen überlegen wäre. Also man kann sicherlich verschiedene Abstufungen sich überlegen. Wir haben das ja auch schon in der Diskussion mitbekommen, dass vielleicht auch keine Einheit besteht, Einstimmigkeit darüber, was AGI ist. Aber die, die ich kenne und die ich gelesen habe, ist, man denke sich eine Aufgabe und die Aufgabe kann durch das System gelöst werden. Und jetzt kann man die nächste Aufgabe sich überlegen und kann auch gelöst werden. Also man hat diese Utopie, dass es ein System gibt, was egal was die Aufgabe löst. Und für mich folgt daraus, dass es AGI nicht geben kann, auch um ein bisschen den Gegenpol zu Holger zu setzen, weil wir sehen alle, was passiert, wenn wir Intelligenz aufeinander loslassen. Und es gibt bei vielen Dingen eben nicht die eine richtige Antwort, sogar beweisbar. Also ich finde eben, dass aus den Dingen, aus der Logik sehr wohl klar wird, dass wir eben vielleicht gewisse Dinge, die sind wahr oder falsch, aber wir werden den Beweis nicht finden. Und in dem Sinne ist diese Utopie von AGI, wenn sie immer so mit einhergeht, man kann damit die Wahrheit finden, zum Scheitern verurteilen. Deswegen glaube ich, gibt es eigentlich die Definition,
dass AGI bedeutet, jede Aufgabe, die ein Mensch lösen kann und vielleicht sogar der Intelligenteste, der Beste, was auch immer, da können wir lange drüber reden, was das wieder bedeutet. Und dass es eigentlich darum geht, und da finde ich eben zumindest bei uns schließt das Verbot des Klonen das aus für mich. Ich glaube, das ist so, aber das können wir eben diskutieren. Ich muss aber auch nochmal, also so würde ich AGI zumindest definieren, aber da muss ich dann auch dazu sagen, klar, Holger, wir müssen darüber nachdenken, was passiert, wenn ein Asteroid auf uns stürzt. Aber das Interessante ist, wir diskutieren Asteroideneinschlag nicht gleichwertig mit Klimawandel. Und ich finde, was passiert ist durch die Diskussion und durch ganzen Briefe, dass wir auf einmal über mögliche AGI genauso wichtig diskutieren wie über Klimawandel. Und wir können andere Themen noch anführen. Und diese Angst, dass wir das mehr und mehr machen, um abzulenken oder Nebelkerzen zu werfen, um ein bisschen den Gegenpol jetzt auch zu spielen, davor habe ich ein bisschen Angst. Also ich möchte lieber die aktuellen Probleme bei FACT, also auf FACT, auf AIES, auf AAAI, schön, das sind all diese komischen Konferenzen, angehen und versuchen, Beiträge zu bieten und nicht über, was passiert, wenn ein AGI von einem Asteroid auf der Welt landet. Entschuldigung, das wollte ich jetzt, aber das ist echt Gegenpol, auch um ein bisschen vielleicht die Diskussion weiterzuführen. Ja, ich glaube, wir haben kein Problem damit, dass es zu wenig zu diskutieren gibt. Markus, vielleicht an dich die Frage, aber sonst auch gerne an alle. Also es wurde jetzt eben am Rande eben so ein bisschen gesagt, dass vor allem Unternehmen an AGI forschen. Gibt es da keine unabhängigen wissenschaftlichen Projekte zu? Ja, die gibt es auch. Und da gibt es sogar Bücher, die publiziert wurden. Sehr bekanntes Buch ist vielleicht das von Ray Kurzweil in den Anfang der 2000er Jahre. When do we reach the artificial singularity? Er hat quasi einen Beweis aufgeführt, dass man bei 2045 die artificial singularity heißt, das also dieses superhuman general AI. Dieser Beweis hat aber verschiedene Annahmen drin, zum Beispiel, dass ein Petabyte, Exabyte of Data nur 1000 Euro kostet oder Dollar. Und heutzutage ist man noch nicht mal im Petabereich, da ist man noch bei 500.000 Dollar oder so. Also wir sind da sehr, sehr weit weg von den Annahmen, die da gemacht wurden. Das heißt, diese KI bräuchte eine ganze Menge Energie und ich glaube, das sind auch andere Forscher. Genevieve Bell, sie ist bei Intel Labs. Sie war erst bei Stanford und ist dann aber als Forscherin für die menschlichen Werte zu einer Firma gewechselt. Und sie hat eben auch angemerkt, wir können uns vielleicht vorstellen, dass es eine Zukunft gibt, wo KIs und Menschen sehr nett miteinander umgehen. Vielleicht nicht die Super-KI, aber die Super-KI selbst ist noch so weit weg, weil Energie-Needs so groß sind, dass wir da noch nicht das realisieren können. Allein jetzt, wenn ich eine ChatGPT-Anfrage mache, brauche ich 10-mal mehr Energie, als wenn ich eine Google-Anfrage laufe. Und das wird noch schlimmer, je größer die Modelle werden in der Zukunft. Und haben die dann einfach nicht so eine gute Publicity wie OpenAI oder sind die einfach noch nicht so weit oder haben die noch nicht genug Compute, um da mithalten zu können? Na, ich denke, die Forschung ist vielleicht nicht wirklich diese AGI zu erreichen, weil viele Forscher wissen, wie Holger das schon gesagt hat, wir kommen da nicht wirklich hin. Ne? Also das ist auch Jürgen Schmidhuber ist ein sehr berühmter Forscher, der sagt sogar, in 2040 haben wir die KI, die Super-KI. Er hat jetzt aber nicht die Forschung selbst gemacht, wie man diese erreicht, sondern einfach nur beweisen wollen, dass man da sein kann bei 2040. Aber alle diese Annahmen, die da gemacht werden in diesen Papieren, die sind widerlegt bereits. Also wir kommen da nicht so schnell hin. Und deshalb, ja, jetzt sehe ich da schon zwei Kollegen. Ich sehe schon zwei Hände. Ja. Ich würd mal kurz sagen, Christian, vielleicht kannst du kurz warten, weil Holger ja wahrscheinlich um halb gleich los muss. Dann mach du schnell und dann, wenn du schon am Reden bist, direkt auch noch. Ich kann doch noch ein paar Minuten länger. Christian kann ruhig zuerst, ist in Ordnung. Okay, ich wollte nur darauf hinweisen, also Kurzweil ist sehr prominent bei Google. Also nun Kurzweil zu sagen, er hätte nicht die Zugriff auf Infrastruktur, hätte ich ein bisschen witzig gefunden. Und dann müssen wir dazu sagen, und dann geht die Diskussion sowieso weiter, er ist einer der prominentesten Vertreter des technologischen Posthumanismus. Also da sind wir doch genau da, wo man auch mal drüber nachdenken muss, woher AGI kommt, nämlich von dieser Utopie, dass wir den Menschen in eine neue Bewusstseinsform oder Daseinsform oder was auch immer, also da sind ja noch so viel mehr Implikationen drin, insbesondere dann auch irgendwann die Frage,
wer von uns sollte denn überhaupt in dieses neue Paradies eingehen und wer nicht? Also da kommen wir jetzt wirklich ganz schnell in diese ganzen komischen Dinge, die ich auch bei AGI-Diskussionen nicht verstehe, weil diese Hoffnung, wir bauen uns mal den besten Planeten, aber nur du und du darf mitmachen und ihr da nicht. Oh, da wird es dann echt kritisch. Ne? Also nur darauf hingewiesen, wenn wir das jetzt als den Ursprung nehmen und als ein Beispiel, dann müssen wir das auch mitdiskutieren ein bisschen. Frage noch und dann kommen wir zu den Abschlussfragen. Ja, also ich würde mich aus dieser Diskussion eigentlich lieber gerne rausziehen, weil ich finde, da wird es dann wirklich ein bisschen abstrus. Aber zu dem, Christian, was du davor gesagt hast, möchte ich kurz Stellung nehmen. Also ich stimme natürlich hundertprozentig mit dir überein, dass selbst wenn man sich über Asteroideneinschläge und analoge Dinge Gedanken macht, die eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit haben. Im Bereich Asteroideneinschlag ist die Wahrscheinlichkeit gering, aber niemand glaubt, dass sie null ist, ne? Das ist bei AGI vielleicht ein bisschen anders. Da könnte man vielleicht argumentieren, dass sie philosophisch gesehen tatsächlich sogar null ist oder auch nicht. Ja? Aber ich möchte ganz klar dir zustimmen, dass niemand, der sich über Asteroideneinschläge Gedanken macht, dadurch rechtfertigen sollte, nicht sich um den Klimawandel zu kümmern. Und genau so ist es auch bei AGI. Es gibt viel dringlichere Probleme. Und Bastian, du hast das ja auch am Anfang unserer Diskussion gesagt. Es gibt viel, viel dringlichere Probleme. Zum Beispiel all den Schaden, den man anrichten kann mit der Art von KI-Technologie, die wir schon heute haben. Ja? Ich selber sehe mit großer Besorgnis den Wahlen, die an vielen Stellen der Welt nächstes Jahr stattfinden. Ich glaube, irgendjemand hat mal ausgerechnet, 2 Milliarden Menschen werden nächstes Jahr wählen, und zwar wichtige Regierungen wählen. Und das wird das erste Mal sein, dass Generative AI im Wesentlichen im großen Maßstab eingesetzt werden kann, zumindest theoretisch zur Manipulation des politischen Prozesses. Das macht mir wirkliche Sorgen und dazu braucht es keine AGI. Dazu braucht es nur das, was wir jetzt gerade schon haben, auf eine bestimmte Art und Weise eingesetzt. Also da kann ich nur zustimmen. Trotz allem bin ich persönlich der Meinung, es ist eine sehr gute Sache, dass es eine Taskforce gibt, dass es Leute bei der NASA gibt, dass es ernsthafte Astrophysikerinnen und Astrophysiker gibt, die sich über Asteroideneinschlag Gedanken machen. Und genauso finde ich es auch absolut legitim und auch nützlich und weise, wenn es eine gewisse Anzahl von KI-Forscherinnen und Forschern gibt, die sich über AGI-Risiken Gedanken machen. Das darf aber nicht die öffentliche Debatte dominieren. Da stimme ich völlig zu. Mhm. Gut, danke. Jetzt haben wir auch schon ein paar Minuten drüber. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal schnell zu den Abschlussstatements. Und zwar fangen wir mit dir an, Jessica. Die Frage, was haltet ihr eigentlich in der aktuellen Debatte für den einen wichtigsten Aspekt, den ihr den Journalistinnen und Journalisten jetzt hier noch mit auf den Weg geben wollen würdet? Gut, der eine Aspekt. Aber was ich eine bemerkenswerte Beobachtung finde, ist, dass alle denken, wenn etwas intelligent ist, ist es so wie der Mensch. Und das sehen wir ja, dass wir eigentlich gar nicht so intelligent handeln, sondern es gibt ja auch viele andere intelligente Wesen außer dem Menschen. Es ist noch viel mehr, was zum Menschen dazugehört und was uns an AGI so Angst macht, ist auch das Bewusstsein, dass wir eben gerade häufig nicht rational arbeiten und uns so eine kalte Rationalität einfach verängstigt, die einfach viel schlauer ist, als wir und das konsequent durchzieht. Also diese Gleichsetzung von Intelligenz mit dem Menschsein, das ist eine ganz einfache Botschaft. Das geht einfach völlig nach hinten los und ist vollkommen unberechtigt. Ja, danke. Dann die gleiche Frage an dich, Markus. Wir machen jetzt hier einfach mal die Runde. Ja. Wie wir jetzt schon mehrfach heute festgestellt haben, wir müssen uns auch um die Klimawandel und Energie kümmern und die KI ist schon jetzt circa, oder Technik allgemein, 10% des Weltenergie-Requirements und das wird viel mehr, vor allen Dingen auch durch KI. Und kurze Zweitbemerkung auch, dass man immer... Wir können nicht davon ausgehen, dass irgendeines dieser maschinellen Modelle 100% perfekt ist. Also wir müssen immer damit rechnen, dass da irgendwas falsch läuft, dass da irgendwas nicht von den Ausgaben nicht wirklich verlässlich ist. Also bleibt kritisch, wenn ihr mit der KI redet oder auch wenn ihr Google oder OpenAI Artikel liest. Mhm. Danke. Genau, dann Holger, deine Meinung dazu noch? Ja, da würde ich mich als allererstes mal völlig dem Markus anschließen und auch an Jessica anschließen wollen. Ich glaube, wir wollen gar keine KI, die uns in all unseren Schwächen und Stärken reproduzieren kann und gleich ist. Wir wollen KI, die uns hilft, unsere Schwächen zu erkennen und auszugleichen und die uns die Bereiche, in denen wir stark sind, im Wesentlichen weiterhin überlässt. Ja, das ist meine Definition von menschzentrierter KI und die ist sehr kompatibel mit der Europäischen Union auch. Und das ist eine gute Sache.
Und deswegen sehe ich die Weiterentwicklung von ChatGPT, was ja deutlich darauf hinzielt, menschenähnliches Verhalten und Fähigkeiten zu erzeugen, sehe ich im Grunde genommen als eigentlich so eine Art Sackgasse. Ich finde, wir sollten uns viel stärker darauf konzentrieren, Systeme zu erzeugen, die uns bei der Bewältigung der Probleme unserer Zeit helfen. Und eines dieser Probleme ist natürlich der große Energieverbrauch, nicht nur von KI-Systemen, sondern von allen möglichen informationsverarbeitenden Systemen. Und da ist natürlich die Richtung, die zurzeit verfolgt wird, immer größere Modelle immer aufwendiger zu trainieren, hochgradig problematisch. Ich finde, wir sollten gerade in Europa, aber eigentlich weltweit einen großen Fokus darauf setzen, kleinere Systeme zu bauen, die vielleicht aus kleineren Mengen hochwertigerer Daten bessere Schlüsse ziehen können, aufgrund dieser Daten besser operieren können und uns dabei helfen können, uns den Herausforderungen unserer Zeit zu stellen. Und ich würde mir wünschen von den Journalistinnen und Journalisten, dass sie nicht nur die sensationalistischen Meldungen, die aus diesen Großunternehmen kommen, weitertragen und feiern, sondern insbesondere auch Bemühungen, die in diese von mir gerade skizzierte Richtung gehen. Denn das ist es, was unsere Gesellschaft und was die Menschheit viel dringender braucht. Danke. Und Christian, dein Abschlusswort noch. Okay, also ich glaube, nach der ganz großen Definition werde ich ihn zu Lebenszeit AGI nicht mehr sehen. Ich glaube, es wird keiner so schnell sehen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Trotzdem sind die aktuellen Entwicklungen, auch die ich zusammen als Investor, weil ich das auch noch klarstellen wollte, damit das im Nachgang nicht irgendwie falsch verstanden wird von Aleph Alpha. Ich glaube daran und ich glaube, dass das ganz wichtige Entwicklungen sind, die uns helfen werden. Nicht alleine, die lösen nicht die Probleme. Sie werden uns helfen, viele der Probleme angehen zu können. Weil ich glaube, beim Klimawandel zum Beispiel gibt es keinen, der den Überblick über all die Disziplinen hat, die wir aber vielleicht brauchen, um hoffentlich doch noch irgendeine Lösung zu finden. Als ein Beispiel gibt es aber viele andere. Und dann würde ich zustimmen, wir brauchen nicht die großen Modelle, möchte aber ein Plädoyer dafür halten, dass wir vielleicht an irgendeiner Stelle in Europa einen Ort schaffen, wo offene Modelle, die in der offenen, in der öffentlichen Hand liegen, gebaut werden können. Auch vielleicht größere, das muss dann die Forschung zeigen, wie wir das hinkriegen, Holger, da stimme ich dir zu. Also hoffentlich mit weniger Energie, aber trotzdem mal diese Modelle haben. Und dann können wir aus den offenen Modellen entweder durch Testen verstehen, wie es funktioniert besser, aber auch meinetwegen geschlossene Modelle ableiten. Denn ich möchte darauf hinweisen, wenn alles offen ist, dann wird die Monetarisierung schwierig. Und ich glaube, wir brauchen Monetarisierung in dem aktuellen Wirtschaftssystem. Deswegen dafür würde ich gerne plädieren. Und daher auch eben den Blick nicht immer nach Amerika, sondern auch nach Deutschland, denn wir haben mit Claire und auch Alice tolle Initiativen in Deutschland, in Europa, die was hinkriegen und gerne auch bei uns bei Hechingen einmal gucken. Da muss ich jetzt einmal kurz sagen, weil wir solche Modelle auch bauen, auch im Nachtrainieren, also einfach weiter trainieren von existierenden Modellen, sodass man ein deutsches Sprachmodell zum Beispiel hat. Und ich glaube, das ist wichtig, damit wir mitreden können. Und wir müssen nicht alles mitmachen. Also wir sind in der Forschung top. Redet also bitte alle mehr auch mit uns allen hier und nicht nur mit den vier, die hier sitzen, sondern es gibt noch ganz viele andere tolle Kolleginnen und Kollegen in Deutschland. Deswegen auch nochmal danke an das Science Media Center, weil ihr, glaube ich, echt uns helft, diese Plattform zu bekommen, um zu zeigen, wie gut wir in Deutschland und in Europa sind. Ja, gut. Erstmal vielen Dank. Ja, dann ist die Zeit hier jetzt auch schon wieder vorbei. Vielen Dank nochmal an die Journalistinnen und Journalisten für die vielen Fragen. Wir haben jetzt leider nicht alle geschafft, aber es gibt noch andere Pressbriefings, die wir dazu machen werden. Und wie Christian ja gerade auch schon gesagt hat, zur Not gerne einige Leute dann auch persönlich fragen. Ich glaube, die haben da auch immer Interesse dran. Vielen Dank auch an Sie vier erstmal für Ihre Zeit, an meine Kolleginnen und Kollegen für die Unterstützung. Heute werden wir so schnell wie möglich die Aufzeichnung des Briefings auf unsere Homepage stellen. Das Transkript werden wir voraussichtlich Montag haben. Falls Sie schon schneller eine Videoaufzeichnung, eine Audioaufzeichnung oder das maschinell erstellte Transkript haben wollen, finden Sie in der Reminder-Mail von heute Morgen einen Link, wo Sie das dann darüber abrufen können. Ja, und dann erstmal vielen Dank für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen später ein schönes Wochenende und auf Wiedersehen.